Hallöchen. Einen schönen guten Morgen. Machen wir wohl weiter. Hey, Chaos. Wir sind jetzt im dritten Kapitel. Ich bin gespannt, wie viele es gibt. Ich habe so die Vermutung, dass ich mich irre, dass es gar nicht drei Kapitel sind, sondern vier Kapitel. Aber das werden wir dann rausfinden, wenn es soweit ist. Ach ja. Denn wenn wir einen Vorboten erst jagen, die Hexe dann vielleicht hier in dem Kapitel finden, werden wir sie, wird es vielleicht noch einen Endgegner geben in dem vierten Kapitel oder so. Keine Ahnung, aber ich gehe jetzt gerade davon aus, dass das wohl nur vier Kapitel sogar werden. Also nicht nur als Hauptgeschichte, sondern dass es vier Kapitel werden und nicht drei. Werden wir aber sehen. Werden wir sehen. So, ich bin auf Level 34. Wir wissen ja langsam, es geht maximal Level 50 ja anscheinend nur. Mein Angriff ist bei 4.093 Verteidigung. Das hört sich schon schön an. Sehen wir mal weiter. Genau, das ist Kapitel 5 und 6. Wilde Jagd. Dann gucken wir mal. So, ich fange trotzdem hier oben an. Ich habe bei den Trophäen gesehen, dass man irgendwie einen Gegenstand segnen kann. Ich wüsste gar nicht, wie man das macht. Hier steht nirgendwo, dass man was machen kann damit. Also, vielleicht ist das auch irgendwie ins. Sieht ja, so ein Teil ist ja überall auch. In jedem dieser anderen drei Teil, zwei Gegenden war auch so ein Altar. Damit überlege ich, vielleicht ist das ja auch irgendwie da. Finde schön, dass man hier hört, wie man durch den Schnee stapft. Ist vollkommen unnötig, aber man hört's. Und hier kann ich nämlich auch nichts machen. Handeln, Reliquienjagd, Bosswasch. Chaosform. Also irgendwie nichts. Nochmal irgendwas. Euch kann ich auch nicht quasseln. Gut, dann gehen wir mal einfach, denke ich mal, ne? Und hoffen, dass ich mein. Ach so. Fähigkeiten, 2 Punkte. Genau. Diesmal habe ich mich nicht geirrt. Diesmal sind es 2 Punkte. Ja, und hier habe ich nichts mehr zur Verfügung. Also hoffen wir mal, dass wir überleben oder sowas ähnliches. Oder eine Nebenaufgabe soll man irgendwie erfüllen können. Ich kenne hier nur eine Hauptaufgabe. Ich habe gar nicht gewusst, dass es eine Nebenaufgabe geben könnte. Oh mein Gott. Was seid ihr denn? Okay, ihr seid eine andere Art von den Typen. Der Bannkreis bleibt wirklich sehr lang. Finde ich super. Ist eine sehr gute. Man sieht die Karte gar nicht so schön deutlich. Also, Feinde töten, 12 von 200. Zerstöre die Male des Slanes. 0 von 5 und sucht die Symbole des Solanes. 0 von 10. Na, okay. So. Aha, das sind wohl. Nö, das ist nichts. Das sind sowas wie Fässer, ja? Weil ihr kriegt keine Fässer in Städten, kriegt nur Fässer in Städte, aber hier würden Fässer keinen Sinn machen. Und dann macht ihr daraus Fässer aus diesem Baum. Ah. So. Hi.
Ihr dürft alle herkommen. Ich habe hier gerade meinen Bannkreis aufgebaut. Obwohl, der macht zwar weh. Ja, okay, gut. So, da haben wir jetzt ein Stiel der Symbole des. Okay. Das war ein Stiel. Bis jetzt geht's bloß gut erstmal schön geradlinig. Jedenfalls hat man sich Mühe gegeben und andere Monster oder sowas mal in die Reihe getan. Ich würde sagen schon, dass der Entwickler sagt, so wir bleiben bei den gleichen Monstern. Auf das. So, ein Blutrausch soll ja besser werden. Wo wollen wir denn hin? Sich extra hinter dem her, ja? Oh, ein Wasserfall, der sogar Geräusche macht. Ist das schon immer so gewesen? Ich merke gerade, hier sind rote Punkte auf der Karte. Waren schon immer die Feinde angezeigt worden auf der Karte? Das kommt mir jetzt gar nicht bekannt vor. Okay, das war so ein Mal des Blablabla. Okay. Pass. Noch ein Pass. Also ganz ehrlich, der Bannkreis bleibt jetzt einfach nur, ne? Der verschwindet überhaupt nicht. Bis ich einen neuen setze. Ist gar nicht mal schlecht. Da hinten. Da ist er hingefallen. Der auch. Okay, es ist erstmal angenehm, dass es jetzt nicht gleich super schwer ist. Irgendwie ist oben das. Wo wir können trotzdem mal hochgehen. Vielleicht ist das da oben eine Sackgasse. Sehen schon gut aus, die weißen Typen mit ihren Klauen-Dingern. Das schon immer so, dass mir die Gegnerzahl Gegner angezeigt worden sind. Mir gerade ganz neu vor. Ach, vielleicht werden die Gegner mir angezeigt, weil das ja meine Aufgabe ist, 200 Feinde zu töten. Ah, das könnte natürlich vielleicht der Grund sein. Hier. Okay, es geht unten, oben weiter. Das ist keine Sackgasse. Dann will ich erstmal gucken, was unten ist. Vielleicht kommt ja noch eine Truhe da unten. So. Die sehen so eklig aus. Mein Blutrausch ist voll. Das ist erstmal schön. Sehr schön. Gegenstände gibt es hier anscheinend nicht so viele. Aber hier ist eine Truhe. Eine lila, ne? Machen einen Crit gegen den Baumstumpf. Wow. Aber wie
gedacht, das war die Sackgasse. Okay. Hier habe ich was liegen gelassen. Oh. Hab ich vorher gar nicht gesehen. Ich mal diese liegen lassen. Postpassage, Leute. Ja. So ein Typ sollte nicht unbedingt. Rangierhieb ist erhöht, ist entstanden. Gucken wir uns mal das kurz an, was der Rangierhieb ist. Rangierhieb. heute gibt's Gulasch. Nee, was macht man beim Rangieren? Oh Gott. War das das, wo, wenn man Gräten aus einem Fisch rausholt? Das war Rangieren? Du führst einen Distanzhieb mit der Chance aus, Feinde zu verlangsamen. Nach Anwendung dieser Fertigkeit wird die Blockchance verringert. Aber stattdessen wird die Chance auf kritische Treffer erhöht. Ist das jetzt so ein Dash wie dem, den ich hier habe? Diese Schildattacke, ist das sowas gemeint? Körperlicher Schaden, Chance auf Verlangsamen, Blockchance geht runter, Chance auf kritische Treffer 30% natürlich. Aber ist das jetzt sowas hier? Nee, nee, das wird sowas nicht sein. Ich finde es sowieso doof, wenn man so viele Fähigkeiten hat. Ja, man kann dann eben variieren und mal was Neues ausprobieren, aber wenn man so viele Fähigkeiten hat und trotzdem so wenig Möglichkeiten, Punkte einzusetzen, dann finde ich das irgendwie doof. Denn wenn man am Anfang dann Fähigkeiten hat, dann gewöhnt man sich an diese Fähigkeiten und belässt sie ja normalerweise. Man macht dann nichts Neues, was weniger einfach ist. Theoretisch könnte ich diese Dinger hier aber austauschen. Das stimmt schon. Man könnte eine der anderen mit dieser Fähigkeit hier austauschen. Wenn ich wollte. Aber noch gefällt mir diese. So. Haben wir bei den passiven Fähigkeiten noch irgendwas Neues? Nein. Gut, dann war's das. Kann ich mehr nicht machen. Hi. Ich bin gar nicht mehr jetzt so traurig, dass wir uns bewegen, während wir hier den Normalangriff machen. Voll. Das Eis. Will keiner? Also, er hätte früh kommen können, ne? Ja, hier bin ich. So. Ist eigentlich... Ah, das ist der Effekt. Die göttliche Fähigkeit habe ich bis jetzt auch noch nicht benutzt. So. Das Banner hier ist einfach sehr gut, finde ich. Ich finde das extrem gut. Hammert, glaube ich, jeden hier. Yeah.
Hi. Ich hätte das hier vielleicht. Ich sollte erstmal oben noch mal weitermachen. Ich komme mir vor, als wäre ich hier auf dem normalen Wege. Ja, ich glaube, hier ist der normale Weg. Gehen wir erstmal hoch. Oh. Gut, dass ich zurückgekommen bin. Wow, der Kleine hat sogar... Ja, man muss eben sagen, das Banner braucht eben auch 30 Punkte. Ne? Ist wie es ist. Und die 200 Gegner habe ich jetzt geschafft. Offensichtlich. Es geht auch oben noch weiter. Habe ich gedacht, der bewegt sich noch mal. Boah, das war ja eine blöde Animation des Sterbens. Du dürft gerne kommen. Der Bannkreis ist da für alle. Diese Ebene. Aha. Weiter. Hi. Unmöglich geworden mit der Zeit in dem Spiel. So. Und ist das so sinnlos, die noch aufzuheben, aber vielleicht werde ich ja halt doch noch geheilt. Ah, jetzt bin ich zu weit unten. So. Und springen beim ersten Treffer einmal zurück. So ist ihre Taktik also. Das ist so ungewöhnlich, dass da so ein Kreis pulsiert auf der Karte. Noch einer? Das sah gut aus, Handel. Ja, sehen. Das sind ein paar mehr. Versuchen wir hinzukriegen. Ja, kommt alle. So, jetzt aber. Huiuiui. Das auch.
das hier doch regulär weiter und ich renne gerade. Vielleicht ist das alles auch ein Link. Ansonsten muss ich eben den ganzen Weg nochmal nach unten laufen. Na, ihr alle. Ich spiele gerade gemütlich. Was macht ihr? Anscheinend nicht zu viel. Ist hier noch was? Man sieht es eben doch nicht so gut. Hier war gerade Schritt. Ist hier irgendwo noch ein Gegenstand, den ich übersehen kann? Bin hier. Ich würde gerade jetzt mal kurz gucken, wie sehen meine Blockchance aus. Okay, 59% war es. So. Erstmal wieder, dass jemand hier mit uns kommt. Sehr schön. Ah, hier ist eine Kreuzung. Von oben bin ich dann, also hier, ja, das ist da, wo ich dann hingegangen wäre. Okay. Herrennen muss, ne? Das gefällt mir, dass ich wieder agiler sein muss. Genau, von hier bin ich gekommen. Das ist ausgerechnet hier, da wo ich dann ganz zurückgegangen bin. Jetzt reicht's aber. Ich. Mein Gott, der rennt aber auch überall hin, wo ich nicht bin. Nächste. Ach, verdammt. Neben gedächt. Alle herkommen. Ich bin ein bisschen faul, seitdem ich jetzt diesen langen. Diesen langen Zeitraum für den Bannkreis habe. Oh, noch ein Level up. Es geht so schnell. Es ist so gewollt. Falsche. Da reingucken. Ich habe also schon 4 Punkte. Theoretisch könnten wir das nämlich jetzt wieder rausnehmen und ich könnte hier eine neue passive Fähigkeit tun. Ich könnte sogar das. Ne, was habe ich? Ach ne, kann ich nicht. Das hier wird sich erst mit Level 40 erhöhen. Okay. Jetzt hätte ich gesagt, ich könnte das jetzt erhöhen. Dann hätte ich das auf Stufe 2. Aber ich könnte jetzt so etwas reintun. Ja. Anstelle von, es ist wirklich nur Geschwindigkeit, ne? Also, genau. Meine Bewegungsgeschwindigkeit ist um 10 erhöht. Das kann ruhig ersetzt werden. Mir gefällt es, dass ich bei den passiven Fähigkeiten
dass ich mehr Gold kriege, mehr maximale Gesundheit und mehr Erfahrungsbonus. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so schnell levele, dann komme ich höchstens schnell vor. So, aber was nehme ich? Mehr Kraft, also mehr Stärke, mehr Energie, noch mehr, oder mehr Blockchance? Ich bin immer noch für die Blockchance, glaube ich. Dann hätte ich jetzt eine Blockchance von, wo steht es nochmal? Da, 79%. Genau, fast 80%. Und hier ist jetzt auch der Schildschlag auf die höchste Stufe. Theoretisch könnte ich den jetzt nehmen, weil der den meisten Schaden macht. Das Ding macht jetzt wirklich wieder viel mehr Schaden, ne? Dieser Hauptangriff. Aber nö. Nö. Hier bewege ich mich nämlich nicht mehr. Hier bleibe ich wieder stehen. Und das will ich auch nicht mehr. Haha. Ich habe jetzt zum ersten Mal dieses Schild benutzt, was ich sonst nie benutze. So, da haben wir das geschafft. So, hier unten sind noch zwei solche Teile. Aber auch nicht stehen. Ah, hier ist sogar eine Truhe. Das freut mich. Erst die Truhe, falls ich das letzte hier nämlich jetzt so auflöse, dass ich es nie kriege. Den Wald verlassen. Okay. Okay. Habe ich gedacht, ich werde so rausgespawnt. Also das erste Level ist jetzt schon groß gewesen. Sagen wir mal mehr Rumgerenne, aber das erste Level war schon groß. Und der Ausgang ist eigentlich auch schon hier. Haha. Ich hab euch gesehen. Ich hab euch gesehen. So, jetzt kommen wir zum Ausgang. Und wir starten hier. Wir sind hier wieder. Sehr schön. Muss ich hin? Ganz. Ich muss wieder direkt das Ringel nach unten gehen. Bisschen merkwürdig gemacht. So. Hi, haben wir die erste. Die Waldpfade sind frei. Sagt euren Leuten, dass sie vorerst sicher sind. Das ist ja unglaublich. Wie ist euer Name, lieber Freund? Warte mal, wir machen jetzt schon was, ohne uns vorgestellt zu haben? Boah, wir sind so unhöflich. So wirklich, wirklich unhöflich. Finde ich gut. Captain Conrad Wollen. Mein Begleiter ist Hexenjäger Heinrich Voss. Captain Wollen, wir stehen in eurer Schuld. Das Lager hat nicht viel zu bieten, aber ihr seid hier willkommen. Wir haben einen Händler, falls ihr irgendwelche Ausrüstung zu verkaufen habt. Es gibt auch Schreine, falls ihr zu den Göttern beten wollt. Aha, okay. Ich muss meinen Leuten die guten Nachrichten verkünden. Sucht mich wieder auf, wenn ihr soweit seid. Dann sprechen wir genauer über den Tempel.
Okay, ich krieg erstmal 25.000, das hört sich gut an. 850, wow, die überschlagen sich ja mit Gold. Boah, ist das wenig. Zusätzliche Fertigkeitspunkte, darüber freue ich mich natürlich. Sehr gut. Und die Segnung von Gegenständen freigeschaltet. Ah, hier gibt es also sowas wie eine Segnung, wie es die Trophäe gesagt. So, Segnungen, was ist das? Gegenstände aus dem Inventar können gesegnet werden. Wähle den zu segnenden Gegenstand aus und wähle anschließend die zu verwendenden Fragmente. Ach, dafür sind jetzt diese vielen Steine da, die wir gesammelt haben, ja? Ich habe gedacht, die sind dafür da, um den Tod, wenn ich sterbe, mich wiederbeleben zu können. Mit jeder Fragmentfarbe wird ein anderes Attribut verbessert. Oh nö, das ist ja dann zu vielfältig. Das sind doch, glaube ich, 5 Farben. Boah. Die Anzahl der erforderlichen Fragmente unterscheidet sich je nach Stufe des Gegenstands. Gottfragmente verbessern deine Chance, bessere Resultate zu erzielen. Okay, also sollte ich eigentlich ein Gottfragment immer nehmen, ja? Ja. Springen wir mal. Mit Klemmt sprechen. Aha. Das ist jetzt nie der zu Betende. Er hat gesagt, ich kann beten an dem Schrein. Das ist wohl nicht der Schrein, den er meinte. Hier ist auch sowas. Die Puppe hat vorhin nicht diesen Balken gehabt. Irgendwas ändert sich hier immer irgendwie. Ach so, aber wir gucken uns jetzt mal an, was wir jetzt eigentlich bekommen haben. Ich gehe gerade so doof drauf los. Nichts Goldenes, okay. Hier haben wir meine neue Waffe. Naja, es ist ein, ach so, es ist ein Streitkolben, der macht aber jetzt, oh. Willst du mir sagen, der macht 18 Punkte weniger Schaden bei 1130? Tatsächlich, 1148. So, Abklingzeitreduktion und Kostenreduktion geht weg. Dafür bekomme ich aber kritischen Schaden mehr. Und zwar ganze 41%. Das hört sich so riesig an. Gesundheitsentzug. Und Schaden durch Gegenangriff. Gesundheitsentzug. Das jetzt mich betrifft. Entziehe ich jetzt dem Gegner Gesundheit? Ja, ich weiß immer noch nicht, was diese ganzen Dinge gehen. Wenn man jetzt mal auf die Statistiken geht, kann man ja nichts lesen dazu. Man sieht ja jetzt nur die Werte, aber was zum Beispiel hier Gesundheitsentzug 0 bedeutet oder sowas, Widerstand gegen Schaden über Zeit, das ist für mich immer noch ein böhmisches Dorf. Na gut. Wir waren hier bei dem hier. Aber mehr Schaden ist schon gut. Ja, jetzt mache ich 4600 Schaden mehr. Wow. Das ist so viel. Herrlich. So, haben wir hier was? Nein. Hier was? Nein. Hier ist gar nichts. Oh, ich habe zu viel gedrückt. Nein. Nein. So besonders war jetzt hier nie dabei anscheinend. Warte mal, wieso habe ich hier? Noch einmal. Ja, warum hab ich dich noch? Muss ich den nicht? 34? Oh mein Gott, ich habe die ganze Zeit noch einen 15er an. Und das ist ein Gegenstandsstufe 34. Oh, den will ich noch nicht mehr. Weil mir die Chance auf kritischen Treffer mehr gefällt. Wo nur bei 2% ist. So, was haben wir hier?
Also hier kann ich wieder zur Gilde gehen. Das ist mit Klemmt. Nee, das ist nicht Klemmt. Das ist ja nur das. Okay. Was willst du mir sagen? Ah, Captain Wollen, meine Leute übermitteln euch ihren Dank. Wenn die Götter uns gnädig sind, werden sie heute Nacht in Ruhe schlafen. Sie werden noch besser schlafen, wenn erst Kräling und der Vorbote nicht mehr da sind. Was könnt ihr mir über den Tempel sagen? Ah ja, der Tempel. Ich habe ein wenig darüber nachgedacht. Ihr habt versprochen, uns zu helfen, Klemmt. Muss ich euer Gedächtnis erst auffrischen? Ihr Götter, nein, so habe ich es nicht gemeint. Ich weiß selbst nur wenig über den Tempel. Nur wenige von uns wagen sich auch nur in die Nähe der Ruine. Aber hier ist jemand, der euch vielleicht die gesuchten Antworten geben kann. Sein Name ist Erlang, Baldo Erlang. Er war so eine Art Gelehrter, bevor die Norse ihn gefangen nahm. Erlanger weiß mehr über die elfischen Ruinen als sonst jemand. Wenn irgendjemand weiß, wie man in den Tempel gelangt, dann er. Also gut, wo ist er? Naja, das ist das Problem. Schon seit Wochen hat niemand mehr Erlanger gesehen. Ja, das ist ja typisch mal wieder. Oh, ich sehe gerade, bei Twitch ist bei mir mein Browser eingefroren. Ah, alles wieder. Schon seit Wochen hat niemand mehr Erlanger gesehen. Er ging für eine jener Expedition in den Wald und ist nicht zurückgekehrt. Ich könnte eine Karte des Waldes zeichnen und euch zeigen, wohin Erlanger unterwegs war. Sofern ihr ihn finden könnt, bin ich sicher, dass er euch helfen kann. Also gut, Clem, zeigt mir die Karte. Yay! Die Karte ist jetzt so aufgebaut anscheinend, dass man immer nur einen Ausgang hat und dann gleich dort ist, wo man hin soll. Na gut, aber ich sehe jetzt keinen Händler. Nee, der hat doch von einem Händler geredet. Oder dass ich was segnen kann. Vielleicht kann ich. Okay, das finde ich gut. Im Inventar. Ach, hier kann man etwas segnen. Ah, okay. Jetzt steht hier segnen. Als Dreieck. Ja, ich habe einige. Ich weiß zwar nicht, was die bedeuten, aber es sind vier solche Dinge. Okay. So, dann geben wir das erste Mal weg als Spende. Ich weiß noch nie, wo ich sonst. Oder kann man hier was verkaufen schon? Segnen. Aussehen, segnen, fallen lassen, anlegen. Nee. Nee, man kann hier nichts verkaufen. Handeln. Wenn das jetzt Handeln wäre, nee. Nö, dann geben wir alles hin. Ich will den Ruf auch erhöhen, ein bisschen wieder. Alle Gegenstände handeln. Ja. Oh, das ist ja wenig. So. Aussehen haben wir freigeschaltet und das war's. Okay. Dann gucken wir mal, was das Segnen mir hier bringt. Segnen, segnen, segnen. Nochmal so und jetzt das hier. Wähle Fragmente aus, wenn du deinen gewählten Gegenstand segnen möchtest. Bei diesem Vorgang werden Fragmente verbraucht. Ja, okay. Okay, sowas kann man hier auch reintun. Sind diese, genau das Ding sind also Götterfähigkeiten dann oder Götterfragmente. Nur was das hier ist, das Dreieckige, das weiß ich nicht. Nochmal, also genau, das ist diese Götterfähigkeit dann. Aha, und diese 10 Dinger da weiß ich nämlich auch nicht, die kriegt man auch anscheinend nur selten. Okay, dann fangen wir mal an. Es dauert jetzt bestimmt ein bisschen, 100 Jahre oder so, aber ich muss. Ich möchte mich ja da rein denken, was ich da appliziere. So, also zeigt mir das jetzt an, was es macht. 29 und ich kriege mehr Schaden.
Kann ich die wieder raustun? Herausholen. Okay. Ah, sie sind nie für immer fest drinne. Das ist gut. Ja, sie sind nie fest drinne. Sie werden mir wiedergegeben. Oh, bloß gut. Also, du machst mehr Schaden. Du machst mehr kritischen Schaden. Okay. Du machst Rüstung. Blau ist also Rüstung. Und grün macht maximale Gesundheit. Okay, wir hätten also normalen Schaden, kritischen Schaden. Macht das noch irgendwas hier? Nee, das erhöht dann immer nur noch den Schaden, immer mehr und mehr. Ah, okay. Ja, aktuelle Segnung offen. Wir gehen mal auf die Waffe. Huch. Nehmen wir das weg. Nehmen wir das weg. Weg, weg, weg. So. Was war denn jetzt los? Okay, also, wir gehen hier auf kritischen Schaden. Das macht natürlich viel mehr, ne? Viel mehr von diesen Teilen. Obwohl, kritischen Schaden will ich gar nicht mehr machen. Ich will, wenn, die Chance auf kritischen Schaden erhöhen. Aber nicht den Schaden selber, der ist ja immerhin schon hoch. Also macht man weg, also machen wir einfach nur mehr Schaden. Genau. Gesundheitsentzug, was macht das hier? Ach, das gibt zusätzliche Gesundheit, wenn es diesen Wert nie gibt. Aha. Das heißt, das hier wird auch nochmal... Also ist blau immer nur Rüstung und rot ist immer nur Schaden und... jetzt verstehe ich es. Jetzt verstehe ich es. Und... Achso, das geht ja immer noch nicht. Ja, ne? Dann gehe ich doch einfach jetzt mal auf Schaden. 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 Schaden, Schaden und Schaden. Ich will einfach nur Schaden machen. Nein. Segnen. Ach so, jetzt muss ich drücken. Geheiligt sei deine Ausrüstung. Yay, ich habe eine Trophäe dafür bekommen. Dein Gegenstand wurde gesegnet. Ich könnte den aber noch weiter... Oh Gott, das wird ja dann übersichtlich. Das wird ja voll unübersichtlich. Nee, übersichtlich, das wird voll unübersichtlich. Wenn ich das jetzt nochmal machen kann? Ja, tatsächlich. Wow. Die 2.799 mehr Schaden. Das ist schon eine schöne Zahl. Aber das Blöde ist, die Gegenstände werden ja auch mal ausgetauscht, immer wieder. Darum weiß ich nicht, ob das Segnen sich jetzt mir so anpreist, wenn ich gar nicht mal so wenig segnen möchte, also viel segnen möchte. Das sollte eigentlich nur für Gegenstände sein, die ich selber gar nicht mal so oft austausche, ne? Oh. Denn das hier kommt ja schon öfters vor, dass ich das hier austausche. Vor allem auch meine Waffe.
dann war das vielleicht zwar jetzt dumm, dass ich das jetzt gesegnet habe, aber beim ersten Mal kann man es ruhig machen. So, das hieße also, ich könnte Gesundheit ein bisschen mehr geben. Ja, und weil das ein Level 15er ist, gebe ich mir auch noch ein bisschen mehr Rüstung. Ja. Sehr schön. Und hier könnte ich noch die Ringe machen. Den Schild habe ich eigentlich auch immer selten. Dann segnen wir den einmal. So. Und geben den schönen kritischen Schaden noch drauf. Und dann beim nächsten Mal kriege ich kleinen neuen Schild, ne? Das wäre dann das Beste. Wow. So, und habe ich jetzt drei Sachen mal gemacht, aber mehr muss jetzt nie sein. Bis jetzt komme ich ja super klar, also ist es Quatsch, jetzt das zu erhöhen. Das brauche ich vielleicht, wenn ich mal nicht mehr klarkomme im Spiel. Aber so weit werde ich nie kommen, weil ich will eigentlich das Spiel nur im Normalmodus spielen. So, gut, aber da haben wir mal gesegnet. Ist auch was Schönes. Ja, die nächste Ach so, ja, stimmt, Fertigkeiten. Nee, wir haben kein Level-Up, aber wir können das hier, den Baum, weitermachen. Jetzt muss ich nämlich mal kurz gucken. Ich wollte hierhin, genau, zu Sigmas Ingrim. Und da komme ich nur hin, wenn ich diesen Weg hier gehe. Also muss ich nach oben, hier lang. Ich überlege gerade, kann ich das hier wieder wegnehmen? Ach nee, das war mein Ausgangspunkt. Ah, stimmt. Stimmt. Das war mein Ausgangspunkt, wo ich erst hier hinkommen konnte. Ah, ja. So, okay, dann drei maximale Gesundheit mehr. Sehr schön. Und nochmal 4 Rüstung%. Sehr schön. Habe ich jetzt 60% Rüstung mehr. Ich habe jetzt 110.000, 8.000 Schaden. Oh, das hört sich so schön an. Ich hoffe, das bringt mir auch irgendwas. Wir gucken mal, ob was für einen kritischen Schaden wir machen. Und wie oft? Ja, 6, 1. Wow, jetzt habe ich 16 Mal draufhauen müssen, bevor der Crit kam. Ja, der Crit kommt nicht so oft. Schade. Wie hoch war die Crit-Chance zurzeit? Chance auf kritischen Treffer immer noch 16,8. Das wäre eben was, was ich gerne erhöhen möchte. Dabei ist der kritische Schaden jetzt bei 186. Er ist 156%. Stimmt. Ich mache 18.000 Schaden. 8.000 Schaden mache ich insgesamt. Das heißt, 10.000 Schaden sind das mehr. Also mehr als die 100% dazu. Aha. Okay, gehen wir weiter und probieren, den Typen zu befreien. Erlange das Lager. Okay, dann wollen wir mal. So, das wollte ich. Expedition und Invasion. Hier steht auch nur Hauptaufgabe. Ich frage mich, was das dann für eine Nebenaufgabe ist, die wir da immer machen sollen. Laut den Trophäen. Aber anscheinend gibt es gar nicht sowas. Gut, dann machen wir mal weiter. Sammeln roter Blutdurstkugeln regeneriert einen Prozentsatz deiner Gesundheit. Ein Prozentsatz, gar keine Punkte. Sehr gut. Sehr gut. So.
muss mal kurz was trinken. So. So, Blutdurst aufsammeln, richtig. Wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Keine Ahnung, welche Richtung. Och, bleib doch stehen. Tausend Schaden. Aber man merkt, es ist mehr Schaden. Die kommen jetzt alle, ja? Hast du grüne Zahlen? Ich glaube, das war... Die grünen Zahlen waren, glaube ich, dass ich ihnen jetzt Leben wegnehme oder so. Er wollte noch weg. Kommen von irgendwo her, ne? Boah. So. Das sieht so merkwürdig aus, dass hier so deutlich so ein Rubin drin steckt. Okay, wir gehen jetzt mal doch noch mal hoch. Vielleicht ist das doch eine Sackgasse. So. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Wir gehen einfach jetzt irgendwo. Ah, okay. Das war tatsächlich gesagt. Was soll man das bitte schön wissen? Das waren kaum Gegner hier bei der Truhe. Ah, der Kreis ist immer noch da, ne? Wo kommt ihr eigentlich her? Warum reagiert ihr jetzt erst? Ich hab eigentlich auf dich gezielt, aber okay. Macht euer Ding! Macht euer Ding! Ich habe bis jetzt noch kein einziges Mal meine Götterfähigkeit benutzt. Ich habe langsam Angst, dass die Underpower bleibt. Jetzt irgendwie doof oder so. Ah, das ist ein Kreisel gewesen. Mhm. Geld, nochmal Geld.
dürft alle kommen. Oh, hier haben wir meinen Champion wieder. Oh, den mache ich diesmal aber gut voran. Der hat ja jetzt schnell Schaden bekommen als Champion. Oh, jetzt kommen sogar noch Leute. Jetzt machen wir das mal. Da ist er tot. Oh, das ging schnell. Ging echt schnell. Ich hatte jetzt mehr Angst. Schön, dass es so schnell ging. Genau, wie ein Schisser. So. Hallöchen, Dragon. Sehr schön. Ach, renn doch nie weg. Renn nie weg. Ist die gut heute aus dem Bett rausgekommen? So, hier haben wir noch eine Truhe. Das ist sehr gut. Ist da oben eine Sackgasse? Das ist noch eine Truhe, ne? Blutdurst ist gefüllt. Ah. Also ich finde ja, grafisch hat das Spiel trotzdem irgendwas. Sieht irgendwie schön aus. Schön. Man kann nur nie nah ranziehen oder sowas. Oh. Das ist irgendwie Quatsch. Ach, stimmt ja. Ich habe ja hier eine Fähigkeit, ich habe jetzt 5 verfügbare Punkte, die wollen wir natürlich nicht vermasseln. Geht so. Hatte die halbe Nacht so dran, aber kann ja nicht den ganzen Tag schlafen. Oh, was hast du denn gegessen, hä? Oder hast du dich wegen was aufgeregt? Sodbrennen ist ja, ist eigentlich, ja, nee, ist eigentlich noch besser, als wenn du ein Magengespür hättest, ne? Darum, Sodbrennen ist dann schon doch besser. Aber dann entweder was Falsches gegessen, zu fettig gegessen, oder eben sich aufgeregt. Psychisch kann sowas auch auslösen. Nee, war wohl der falsche Kaffee. Ah, siehst du, es liegt im Kaffee. Kaffee ist gar nicht mal so toll. Am Kaffee kann man da aber nichts falsch machen, oder? Der Kaffee ist doch nur Wasser, wo das Zeug aromatisiert wird. Was kann man am Kaffee falsch machen? Kaffee ist immer toll. Na, das bezweifle ich. Ganz stark. Ganz stark. So. Ich könnte jetzt tatsächlich eine Fähigkeit nochmal ersetzen. Oder? Stimmt, ich könnte... Jetzt habe ich doch 5 Punkte aus irgendeinem Grund. Ich könnte jetzt diese Fähigkeit ganz erhöhen. Oh mein Gott, ja, ich könnte jetzt die Fähigkeit... Oh ja, körperlicher Schaden wird nochmal ein bisschen mehr, okay. Der Schaden durch Gegenangriff 2281, Blockchance. Ein 1% und Stapelgrenzen gibt's. Okay. Also ein Prozentsatz des Gegenangriffsschadens wird dem Schaden hinzugefügt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber wir nehmen das. Dann haben wir höchstens die höchste Stufe von unserer ersten Nebenfähigkeit. Obwohl, ich habe ja schon eine. Das nächste wäre jetzt eigentlich der hier, dieser Dash. Der wäre jetzt eigentlich noch nice, den dazu zu hauen. Und ich muss sagen, ich benutze den hier eigentlich weniger. Stimmt. Wenn ich den wieder runtersetze,
Und ich gehe jetzt. Ich muss runter. Hier hin. Und ich gehe auf den hier. Also, du stürmst mit erhobenem Schild in gerader Linie voran, fügst Feinden Schaden zu und verlangsamst sie. Für jeden getroffenen Feind wird Energie erzeugt. Genau. Und du stürmst mit erhobenem Schild in gerader Linie voran, fügst Geier Gegnern Schaden zu, verlangsamst sie. Ein Prozentsatz des Gegenangriffsschadens wird dem angerichteten Schaden hinzugefügt. Für jeden getroffenen Feind wird Energie erzeugt. Und es sind 30.000 Schaden, die ich dann mache. Bei Bossgegnern ist das gar nicht mal so unübel. Und Schaden durch Gegenangriff und Energiezunahme ist auch. Also, bis 103. Nee, dann nehme ich lieber dich. Ja, ich nehme lieber die Fähigkeit. Weil ich habe gerade gemerkt, dass du trotzdem auch immer wenig diese Fähigkeit hier einsetzen. Bis jetzt habe ich sie gar nie eingesetzt, so richtig, seitdem ich hier spiele. Aber jetzt habe ich ja fast die Möglichkeit, das zu erhöhen. Ah, ist das herrlich. Ist das herrlich. Hi. Boah, ich mach noch einen Klatscher, mache ich nur noch. Mach nur noch einen Klatscher. Also die den aus Harry Potter. So, was? Das Lager wurde geplündert. Das sieht aus wie das Werk von Skrælings Leuten. Da führt eine Spur tiefer in den Wald hinein. Anscheinend konnte Erlanger entkommen. Aber die Kultisten waren ihm dicht auf den Fersen. Ich hoffe, ich kann ihn erreichen, bevor sie es tun. Finde Erlanger. Okay, wir haben ein neues Ziel. Hallöchen! Na? Mein Gott, das ist so schön. Das ist so schön. Ja. Ach, da ist sogar ein Ausgang. Man muss sagen, irgendwie gehen die Dungeons trotzdem nie ewig, nicht? Das fühlt sich nie an wie bei den Diablo-Teilen, die ich immer zugucke bei den anderen. Da kommt mir immer die Dungeon so lange vor. Oder bei Titan Quest, da war das auch so ewig. Hier hat man endlich auch mal einen Ausgang drin. Oh. Ihr seid eigentlich wieder? Richtig? Okay, wir haben hier jetzt doch ein größeres Dungeon. Ich habe schon gedacht, wir sind hier fertig. Nächstes Kapitel. Wow, wie schnell. Bisschen schnell. Wow. Ich kann auch an euch vorbeigehen. Ihr seid nicht die Einzigen, die so ausweichen. Oh, das war ja sehr weit. Das war ein bisschen zu weit. Na los, komm. Ist hier jetzt irgendwas? Das sieht so aus, als hätte hier jemand Spaß gehabt. Hab dich gesehen. Hier wird niemand übersehen. Ich hoffe das höchstens. Oh, man kann Vasen zerdeppern. Das haben wir lange nicht mehr. Komm jetzt alle einzeln an, ne? Klar. Ich trigger die jetzt anscheinend so ein bisschen nach und nach ein bisschen.
Ah! Ja, wo ist mit seiner Fähigkeit auch noch solche ekligen Gegner? Nervig werden im Spiel drin. Abgedrängt. So. Bei 3 möchte ich jetzt meinen Banner eigentlich nie rausholen. Nein, ich will nicht. Schreckliches Schrecken habe ich jetzt als Trophäe bekommen. Warum auch immer. Ich habe bestimmt irgendwie da eine Zahl geschafft zu töten. Ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Hi. Nein, das war zu weit. Das war zu weit. Ich wollte erstmal bei der Kuh bleiben. Ich wollte da erstmal die Kuh öffnen. Okay, wieder nur so ein Malo-Teil. So. Oh. Ja, das nenne ich doch mal Geschnetzel. Hat der gerade Englisch gesprochen? Ja. Kommen noch Leute? Kommen noch Leute? Wieder. War das nicht Shisha? Nee, das sind Vasen. Nur langhalsige Vasen. Das. Ja. Boah! Boah! Hallo! Es ist so cool, dieser Ring. Der ist... Wenn ich die Erhöhung kriege, da freue ich mich schon jetzt drauf. Ja, komm, alle ran. Alle schön nacheinander. Ja, jeder kommt jetzt. Wo ist er denn? Ach, ich bin jetzt nicht übersehen. Jetzt machen wir mal diese Fähigkeit hier. So, noch jemand? Nein. Ich bin gerade am Überlegen, die Fähigkeit gefällt mir doch nicht, dass ich die so habe. Wir gehen wieder nach unten. Und dich mache ich doch mal höher. Ich habe gerade bei dem nämlich versucht, diese Fähigkeit wieder zu nutzen. Darum ist es doch nicht so schlecht, das vorrangig zu nutzen. So. Man merkt aber, die Gegend hier sieht alles irgendwie gleich aus. Ne? Also, es ist eben nur Hack and Slash. Aber... Ich sag mal, es geht, wenn man es nie 100.000 Mal macht. Und gerade nutze ich jetzt nun mein Bannkreis oder nicht? Noch jemand? Wenigstens reinkommen wollen in den Raum. Das lassen wir ja ändern.
Ja, war falsch irgendwo hingestellt, finde ich. Hätte er einen besseren Ort finden können. Oh, wir haben tatsächlich mal in der Vase was Blaues gesehen. Okay, das war jetzt sinnlos. Merkt. Noch ein Stufenabstieg. Das geht aber hier wie im... Ich weiß gar nicht. So schnell habe ich sowas noch nie erlebt. Ja, Batman. Sorry, ich weiß, du bist die Hauptperson hier, aber wir gehen erstmal hoch. So. Gehen noch mal kurz hier lang. Ja. Was ähnliches hab ich mir gedacht. Wir reden mit ihm. Das ist Erlanger also. Welch glücklicher Umstand. Nicht mehr lange und die Welt wäre komplett verloren gewesen. Was ist wie ist euer Name, lieber Freund? Welchen wunderbaren Wende des Schicksals bringt euch hierher? Ich heiße Konrad Wollen, folge der Spur von den Resten eures Lagers aus. Natürlich, das hätte ich mir denken können. Mein Name ist, ich weiß, wer ihr seid. Und sagt mir, ihr könntet mir vielleicht helfen. Und natürlich will ich helfen. Ich stehe euch zu Diensten. Oh, das hört sich sehr positiv an. Komisch, dass er hier nicht getötet wurde, oder? Mit so vielen Gegnern? Welche Art Hilfe benötigt ihr denn genau? Ja, das sollte man vielleicht eher erstmal fragen, bevor man ansagt, ich helfe auf jeden Fall. Ich jage eine Frau, die sich selbst als den Vorboten bezeichnet. Den Vorboten? Ein wirklich seltsamer Name, möchte ich meinen. Sie hält sich bei Skräling, alten elfischen Tempel, auf. Ich muss einen Weg finden, dort hineinzugelangen. Oh, in den Tempel? Du hast nicht gleich gesagt. Jawohl, nichts wäre einfacher. Kommt her, lieber Junge. Begeben wir uns zurück ins Lager. Ich muss in meinen Notizen und einen alten Aufzeichnungen nachschlagen. Aber ich bin sicher, ich habe genau das, was ihr sucht. Entschuldige mal, wenn es so einfach wäre, warum musst du da jetzt erst nach Sachen suchen? Einfache Dinge muss man nie erst nachschlagen. Nein, wir müssen wirklich... Achso, ich wollte gerade sagen. Den Wald verlassen? Okay. Wir gehen also einfach mal weiter. Okay, wir sind am Eingang. Oder Ausgang, wie man es nennen möchte. Es nennt sich Wald. Aber es ist schon irgendwie schön. Ich finde es nur komisch, dass wir hier lila drin sind. So. Wir sind wieder im Lager. Und ich kriege 26.000 EP. 900 Gold. Langsam aber sicher mal der 1000 mehr. Blutdurst Stufe 3 freigeschaltet. Oh, ich habe jetzt 3 solche Blutdurstkreise. Das ist schön. Das freut mich. Mit Erlanger sprechen. Ja, das machen wir als nächstes, nachdem ich mich wieder eingelebt habe. Hallo. So, und zwar, was haben wir denn jetzt bekommen an neuen Sachen? Oh, das ist mal jetzt was ganz Neues. Ein Pantherritter. Kopfhelm. Echt? So soll sich das nennen. Ein Pantherritter. Ein Pantherritter. Kopfhelm. Aber der hat schon gute Werte, ne? Schaden durch Gegenangriff kann man ruhig verzichten. Maximale Gesundheit, Kostenreduktion, Rüstung. Okay, ich krieg einfach nur mehr Rüstung mit dem Helm.
Mehr ist das gar nicht. Aber es ist eben auch mal eine höhere Stufe, ne? 29 auf 37 ist schon jetzt mal eine andere Sache. So, was haben wir noch? Ach, hier haben wir noch einen. Fast übersehen. Haben wir hier was Goldenes? Nein. Haben wir hier. Oh. Das meine ich dann eben. Man kriegt eben neue Sachen, neue Gegenstände. Und dann muss man den gesegneten Gegenstand eigentlich auch wieder schon wieder wegschmeißen. Der Schaden ist jetzt klar, dass der jetzt immer niedriger ist. Bei 1127, wenn der ja einen Bonus hat. Gesundheitsentzug geht wieder weg. Maximale Gesundheit. Nee. Dann soll mal das nächste Schwert, das ich bekomme, oder die nächste Waffe, die ich bekomme, wirklich meinen Bonus übertrumpfen? Oder? Stufe 35? Nee, die drei Stufen lassen wir mal. Die maximale Gesundheit kann ich verzichten, den Schaden durch Gegenangriff und den kritischen Schaden auch. Den kann ich auch verknusen. Also belassen wir das mal. Oh, hier haben wir drei. Aber der Schaden geht überall runter. Wir haben aber eine Stufe 22 auf 37 und trotzdem geht der Schaden runter, weil alles nur auf Rüstung geht, oder was? Genau, der Schaden wird hier einfach immer weggenommen. Weil meine Handschuhe Schaden machen. Und die hier machen gar nichts mit Schaden. Diese Zeitschaden, Gegenangriff, Zeitschaden, kritischer Schaden. Oh, nee, das ist so. Widerstand gegen Schaden über Zeit. Rüstung. Also das macht noch mehr Rüstung. Gesundheitsentzug oder maximale Gesundheit. Ich bin ein ganz großer Fan von eigentlich maximale Gesundheit. Umso mehr ist es für mich immer so, umso besser, weil ich immer Angst habe, dass ich es nicht schaffe, mich zu heilen und so. Aber Gesundheitsentzug ist jetzt auch nicht schlecht. Wenn das diese grüne Zahl war, die wir immer bekommen haben, dann heile ich mich immer so, ohne dass ich mich so schnell. Dann hätte ich mal mehr. Wir nehmen dich. Wir nehmen dich. Ich habe mich entschieden. Den Gesundheitsentzug. So, wieder raus. Bin an die Knöpfe hier noch nicht so gewöhnt. Zwei goldene Hosen. 10%, 10. Oh, der macht sogar noch Schaden dazu. Das finde ich gut. Gesundheitsregeneration geht aber weg. Oh, das will ich nicht. Da nehme ich lieber die Beutequalität wieder weniger, ja. Die Gesundheitsregeneration, die soll eigentlich nicht. Das ist schade. Und die Hosen, merkt man, die werden jetzt nicht mehr so aussehen mit zwei. Ich weiß nicht mal, wie man das nennt. Höchstens mit zwei solchen Pluderhosen Beinteilen, sondern nur noch ein Pluderhosenbeinteil. Sieht viel schöner aus. Aber der Schaden. Sind nur 0,4, ne? Ich will meine Regeneration behalten. So. Haben wir hier was Goldenes? Nein. Haben wir hier was Goldenes? Ja. Welcher Ring? Chance auf kritischen Treffer? Das ist eine Stufe 23. Und der hier hat Schaden, Zeitschaden und extra Gold. Wenn ich jetzt. Ja, das ist der falsche. Ich würde gern den mit dem kritischen Treffer behalten. Ich müsste den anklicken da, wenn ich den haben möchte. So, genau. Der macht noch mehr Schaden. Genau. Dann nehmen wir den nämlich auch. Und meinen kritischen, den behalte ich. Wenn ich jetzt hier drauf gehe. Der macht schon eben mehr Schaden eben. Man verliert eben sowas. Nee, das will ich nicht. Das will ich nicht.
So. Hier haben wir jetzt ein Sch Ach, jetzt kriege ich auf einmal ein goldenes Schild. Die ganze Zeit kommt nichts. Und das ist trotzdem, obwohl das gesegnet ist, mit mehr kritischen Schaden auf plus 23 ist der kritische Schaden weg. Ach, der ist ganz weg. Ja. Aber die Chance auf den kritischen Schaden, der steigt natürlich richtig gut, ne? Das will ich behalten. Das will ich haben. Wow, das hat viel. Und schon ist mein erster gesegneter Gegenstand für die Katz. So, dann geben wir das der Gilde bitte. Aussehen freigeschaltet, yippie-a-jo, und das steigt nur noch minimal, kommt es mir vor. So, will ich jetzt noch was segnen? Mein Schild zum Beispiel, das ja eigentlich sehr gut ist, ne? Was habe ich denn noch viel? Das grüne Zeug, also Gesundheit. Und das blaue Zeug, auch noch mehr, das ist Rüstung. Ich könnte natürlich noch dazu zusätzlich noch kritischen Schaden erhöhen, ne? Ah, das machen wir nicht. Nee, das machen wir nicht. Segnung. Nein, wir machen das wieder weg. Ja, was hast du denn jetzt gemacht? Ja, da füllt das auf einfach so. Habe ich nämlich gar nicht davon mehr genug. So, wir gehen raus. Nee, das war's. Jetzt können wir die Quest weitermachen. Na bitte, lieber Junge. Ich schwärme gerade eurem Freund, dem Hexenjäger, von eurer wagemutigen Rettungsaktion im Wald vor. In der Tat, ihr seid ein echter Held, Captain Wollen. Ich dachte nicht, dass ihr so etwas drauf hättet. Was, ihn zu finden? Das haben wir gerade in der anderen Stadt, in Prag, doch auch geschafft. Was könnt ihr über den Tempel herausfinden? Ach, wir reden gar nicht darüber, dass ich gelobt werde, okay? Ist in Ordnung. Ah ja, nun, wie ihr ja wisst, haben Skrelling und seine Kriegerschar diesen Ort eingenommen. Deshalb wäre es reiner Selbstmord, durch den Haupteingang hinein zu wollen. Wirklich? Bringt auch bestimmt viele EPs. Aber meine Studien des Tempels und der benachbarten Ruinen haben mir gezeigt, dass ein geheimer Eingang existiert. Er ist in einem Bereich verborgen, der als Garten der Besinnlichkeit bekannt ist. Heutzutage ist dieser Garten unzugänglich, nachdem die Elfen vor Jahrhunderten die Stadt verlassen hatten. Es gibt jetzt nur einen Weg, um das Tor zum Garten zu öffnen, nämlich mit einem magischen Schlüssel, der irgendwo im Wald versteckt. Kommt endlich auf den Punkt, Erlanger. Ich weiß von einer Karte, auf der das Versteck des Schlüssels eingezeichnet ist. Aber dieser Teil des Waldes ist überaus gefährlich. Ich selbst hätte mich nicht dorthin gewagt. Also gut, wo ist das? Die Karte. Wir müssen zuerst die Karte finden, dann müssen wir den Schlüssel finden und dann werden wir mit dem Schlüssel das Tor aufmachen, um in den Garten zu kommen. Boah, ist das ein bisschen umständlich gemacht. Na gut, brauchen wir noch zu trinken. Es wird langsam warm. Spiele ich schon 1,5 Stunden, ich habe erst 2 Level hinter mir. Ist. So. Dann wollen wir mal weitermachen. Ach, Quatsch, 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 Quatsch. Wir haben hier ein paar Level-Ups gemacht. Bevor ich reingehe, hier haben wir einen verfügbaren Punkt, den können wir nirgendwo verwenden. Aber, nee, den können wir da, oder? Ich könnte eine passive Fähigkeit wegmachen. Und dann könnte ich etwas mit 5 Leveln machen. Das könnte ich machen. Ich könnte das, oh, ich habe eine neue passive Fähigkeit.
Oh nee, das ist auf Englisch. Ach, hier hat sich der. Oh, warum machst du das auf Englisch? Ach Gott, ich kann kein Englisch. A percentage of counter-attack damage is added to the Archduke's skill. Child Smash. Schaden durch Gegenangriff. Das hört sich wirklich an, als würde man mit dem Schild Schaden machen. Vor extra 332. Okay, man kann jetzt also eine neue Fähigkeit machen, indem man einen Schild, den Schild, angreifen lässt. Okay. Oder ich mache das hier. Ich skille das nach oben. Was habe ich jetzt eigentlich ausgerüstet nochmal? Ausgerüstet habe ich die Blockchance, genau. Die könnten wir wieder wegmachen und ich könnte mehr Energie einnehmen. Obwohl, brauche ich mehr Energie? Irgendwie ist mein Banner ja schon gut. Ich könnte auch eins ganz wegmachen und könnte dadurch dann noch eine Fähigkeit erhöhen. Oder ich könnte sogar. Ach nee, das hat der Quell. Ach, das hat der immer noch nicht. Verdammt. Nee, wir ersetzen mal das. Und freuen uns unseres Weges. So, und das hier hinten müssen wir nämlich noch machen. Das habe ich nämlich gar nicht beachtet. Also wir sind von hier nach oben gegangen. Das wären jetzt die Zusatzpunkte. Um hierhin noch was abzugrasen. Das machen wir auch. 3% maximale Gesundheit. Und 16%, jetzt haben wir 20% Rüstung mehr. Sehr schön. Ach, es wird mit der Zeit langsam, aber sicher. Und wir machen mit der Hauptaufgabe weiter. Jetzt sind wir wieder in einem Untergrund, wo wir eine Karte. Verborgene Gefahren. Das hört sich ja super an. Dafür sind wir hier, verborgene Gefahren zu finden. Hi. Ja. Ihr könnt alle herkommen, bitte. Ich hab nichts dagegen. Boah. Ah, das ist meine Fähigkeit, die ich jetzt extra gemacht habe. Die ich jetzt hochgeskillt habe auf 15. Die hat jetzt wirklich nur ein paar Schläge gebraucht, um den zu töten. Der war ein Champion. Jetzt gehen wir den ganzen Weg wieder rückwärts, oder wie sehe ich das hier? Na gut, dann gehen wir den ganzen Weg rückwärts. Hab ich auch kein Problem damit. Hi. Genau, wow, das macht wirklich viel Schaden bei dem Typen. Ich hole mir erstmal ein bisschen was. Sogar was Goldenes. Ja, du hast jetzt ein bisschen vertrieft alles, ne? Bin ja nicht böse, aber du hast es jetzt ein bisschen vertrieft.
Also hier. Achso. Okay. ja, du schon. Bleib doch da oben. Will den tot machen. Ist mir egal, ob das jetzt so dauert. Will den tot machen. Ja. Der Arme sollte erlöst werden da. Mit Ruhe. Wurde ich gerade gescannt? Ich hab gerade gar nicht angegriffen. Aber anscheinend mache ich jetzt das Level wirklich rückwärts. Und ich jetzt nie gerade einfallsreich, finde ich. Enttäuscht. Obwohl, ist ja egal, ob es jetzt solche Level sind, wo man im Wald herumrennt oder hier lang gehen muss. Hauptsache, man kommt in der Geschichte mal dran. Wir wollen ja wissen, ob wir das Tagebuch irgendwann mal erreichen. Oder das Buch. So, nur eine Vase. Ein bisschen wenig. Ja, der zweite Blutring ist schon fertig. Gut. Ah, das ist noch ein Fragment. Die roten sind wichtig, das wissen wir, für den Schaden. Wenn ich dann wieder eine Waffe habe, will ich die neue Waffe natürlich dann damit ausrüsten. Ah! Tatsächlich immer schön die andere Attacke dann nehmen. Macht ihm wirklich guten Schaden. Da brauche ich immer noch nie meinen göttlichen Kreis benutzen. Wo ich weiß nicht, warum ich damit so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, warum ich damit überhaupt so ein bisschen spare, weil am Ende ist es gar nicht mal so schlimm. Der kommt ja alle 45 Sekunden auch wieder. Es war eine lange Zeit, aber es ist keine Ewigkeit. Boah, du warst noch da. Ich finde, ich brauche sowas wie ein Goldmagnet, damit ich nie immer dran vorbeilaufe und nochmal hinlaufen muss. Hier hoch. Jetzt habe ich alle drei Blut raus. Herrlich. Ja, noch mehr Fragmente. Sehr schön. So, dann geh doch irgendwo anders hin. Kein Problem. So. Dann geht doch wohl hin, Wolf. Mir da egal. Kommt ihr? Nicht? Ja? Nein? Vielleicht?
Ja, nochmal was Blaues. Für die Gilde. Alles für die Gilde. Oh, wir sind schon... Wir machen es einfach mal, weil ich kann, sage ich mal. Mache es, weil ich es kann und habe einen Wald verlassen. Ist die nächste Aufgabe. Na gut, dann wollen wir mal versuchen, den Wald zu verlassen. Würde jetzt noch rein. Boah, da kommt aber viel Lila vorbei. Mein Blutrausch habe ich auch noch nie ausprobiert. So. Ja, habe ich auch. Dankeschön. Seid sehr nett. Ah, und da haben wir schon das Ende. Okay. Da leuchtet es schon auf der Karte. Oh, das Kapitel war da jetzt? Ach nee, wer weiß, vielleicht ist das Kapitel noch nicht vorbei. Aber das wäre jetzt schnell gegangen. So. Ihr seid zurück. Wart ihr erfolgreich? Habt ihr die Karte? Hier ist sie. Das Schicksal lächelt uns wieder zu. Wahrlich, ihr seid ein Geschenk der Götter, Captain. Ich brauche ein bisschen Zeit zum Studium der Karte, bevor ich euch die Informationen geben kann, die ihr benötigt. Sucht mich wieder auf, wenn ihr bereit seid, euch noch einmal in den Wald zu wagen. Tatsächlich, das war schon die Aufgabe. Die war jetzt leichter als die ersten zwei, finde ich. Vielleicht kommt es mir auch leichter vor. Aber es waren viele Champions, muss ich dazu sagen, ne? Also, und die habe ich jetzt mit meiner neuen Fähigkeit, die verbessert ist, viel besser durchgeschnetzelt. So, 950 Goldkronen, wir kriegen immer noch keine 1000. Nein, das Spiel wackelt an der 1000, aber es will noch nicht so ganz. Tauschen von Fragmenten freigeschaltet. Ach, ist das so? Schön. Okay, das machen wir als nächstes danach. Erstmal gucken wir hier. Was haben wir denn Neues bekommen? Abklingzeitreduktion 0,5, das ist jetzt eigentlich jetzt nie viel. Und alles andere geht noch einmal schön hoch. Dann nehmen wir dich auf. So, der Rest ist nie golden, den gucke ich mir dann gar nicht erst an. Auch nie golden. Oh, hier sind gleich 3 goldene wieder. Der macht am meisten Schaden. Der macht am meisten Schaden. 14,7% Schaden mehr. Das ist schon viel, ne? Kritischer Schaden. Und das macht weniger Schaden und immer auch keine Chance. Ich habe jetzt nur auf die Chance zum kritischen Schaden geachtet, aber war gar nichts. Also nehmen wir dich. So, das ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Ja, hübsch, sehr schön, nichts. Hier haben wir nochmal einen bekommen, in Stufe 15. Schaden, Gesundheitsentzug, Gesundheitsregeneration. Oh, jetzt fangen sie mit der Gesundheitsregeneration an. Ich will immer noch nicht auf den kritischen, auf die Chance für den Crit verzichten. Jeder Prozentsatz ist da wichtig. Gesundheitsregeneration, oh, 0,3 ist jetzt aber auch nicht gerade die Welt, ne? Na, nee, wir behalten ihn immer noch. Wir behalten ihn trotzdem.
immer so diese Entscheidung treffen. Nehme ich, nehme ich nicht, nehme ich. So, jetzt könnten wir 6 oder 8. Nee. Mit dem einfügbaren Punkt kann ich nichts machen. So, die Chance ist jetzt auf 19,4. Genau, wenn ich da 2% wieder wegnehme, bin ich wieder unten bei 16% so ungefähr. Boah, das will ich nicht. Blockchance ist endlich bei 60%. Ist auch in Ordnung. Genau, bei den Kapiteln wollte ich mal gucken. Es sind jetzt tatsächlich 3, genau. Es waren geführte 3. Es hätte mich jetzt gewundert, wenn das jetzt noch eine gewesen wäre. Nee, es waren 4. Es waren ja schon 4 Kapitel. Also Unterkapitel. Na gut. Und hier können wir weitermachen. Hier kriegen wir Widerstand gegen Schaden über Zeit. Oh, das ist neu. Das ist neu. Und zusätzlich kriege ich noch 5% maximale Gesundheit. Ah, das ist neu. Noch ein neuer Wert dazu. Okay. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt muss man ja den Schlüssel irgendwie besorgen, ne? Konntet ihr der Karte irgendwelche Informationen entnehmen? Wie bitte? Oh, ja, so ist großartig. Ein echter Schatz, diese Handwerkskunst und dieser Detailreichtum. Der Schlüssel, Erlanger. Wo ist der Schlüssel? Oh, der, naja, ich konnte den Ort ein kleines bisschen genauer bestimmen. Auf ein paar Quadratmeilen, genau, um exakt zu sein. Ihr hättet versprochen, ihr könntet uns sagen, wo der Schlüssel zu finden ist. Die sind alle so in diesem Spiel, ne, diese NPCs. Die sind alle, die kommen erst mit der Information raus, wenn es zu spät ist. Und dann ist die Information so ernüchternd, dass man sagt, oh, ist jetzt nicht gerade unbedingt wichtig. Aber ich sage nicht, das könnte ich auf der Stelle. Diese Karte ist uralt. Sie bezieht sich auf Orientierungshilfen, die es schon längst gar nicht mehr gibt. Das alles braucht seine Zeit. Zeit ist das Einzige, was wir nicht haben. Denkt nach, Erlanger. Gibt es nicht irgendeinen Weg, um die Sache zu beschleunigen? Ja, ein bisschen mehr Referenzmaterial wird schon helfen. Ich weiß von einem Bücherschatz, der in den Ruinen versteckt ist, helfen könnte, aber das ist ein Ort im gefährlichen Teil des Waldes. Jawohl. Arbeitet weiter an der Karte. Ich gehe und besorge euch eure Bücher. Die Gilde gestattet dir jetzt, mit diesen Fragmenten zu handeln. Du solltest die Gilde aufsuchen. Ach so. Ah, man kann wirklich handeln. Ich kann jetzt spenden und handeln. Ach, Handel bedeutet, ich kann nicht verkaufen, sondern Handel bedeutet, ich tue nur meine Fragmente. Ach so, man kann sie... Viere kosten ein. Wenn ich jetzt also lieber rot hätte, mehr Schaden ist gleich Schaden ist gleich Schaden, dann bräuchte ich nur von den Fragmenten das hergeben. Gut zu wissen. Mache ich jetzt nicht, aber gut zu wissen. So, dann gehen wir mal zur Spende und geben alles weg. Na, das hat jetzt gar nichts gebracht. Überhaupt nichts. Ich muss mal kurz was trinken. So, dann machen wir mal die nächste Mission. Ich habe eigentlich nie gedacht, dass ich heute 5 hintereinander mache. Aber das ist... Noch ist es im Erträglichen. Noch kann ich es mir leisten, denke ich mal. Weil mich schaffen solche Spiele ein bisschen auch. Darum kann ich die nie ewig spielen, wenn das solche Schnellschnitzelspiele sind. Finde den Bücherschatz. Ja, jetzt sind wir wieder im Wald. Geheimnisse vergangener Zeit.
Ja, und die ersten sind schon wieder da. Hallo auch zusammen. Ja, kommt her. Brauch mal kurz das hier. So. Kommen da noch welche? Ich habe jetzt keine Ahnung, in welche Richtung ich gehen soll. Das ist mal das alte Problem wieder, ne? Ah, okay. War wieder richtig. Wie bei dem ersten Level. Da war nur weißes Zeug drin. Das ist traurig. Die sind jetzt alle, weil sie sich nicht an mich rantrauten, sind sie jetzt alle. Oh, wir haben hier einen neuen. Machen wir mal das hier. Ja, kommt nur. Das muss ich jetzt ausprobieren. So, hier haben wir ein bisschen was bekommen. Ich darf jetzt noch nichts übersehen. Ich möchte natürlich alles mitnehmen. Oh, hier kommen noch ein paar Leute. Also. Hi. Und ich will ja auch noch zu der Truhe hochgehen, bevor ich angegriffen werde. Ja, wieder nur was Blaues. Ich will mal was anderes als Blau. Kommt hier. Okay. Ich denke mal, das ist wieder so ein Kessel, das so nach oben geht. So ein Umweg so halb. Viereck. Könnt jetzt alle herkommen zu mir, bitte. Das wäre sehr, sehr nett. Ich muss die wirklich herlocken zu mir. Das war so gut. Ich liebe es. Ja, das ist so ein... Das ist von der Karte her wieder so ein Viereck. Was war denn das für ein Typ? Ach so, das ist ein neuer. Sehe ich. Der reitet auf etwas. Ah. Der reitet auf etwas. Der reitet zu spät. Zu spät der Stunde, das ist der Vater mit seinem Kind irgendwie. Ah, ich weiß nicht mehr, wie das ging. Ganz klar. Ja, ich kann auch so machen und noch so machen. Und wir sind Stufe 40. Boot des Imperiums. Oh, ist das das Banner? Hat sich jetzt das Banner verbessert? Das wäre natürlich klasse. Wir gucken nach. Das wäre diese passive Fähigkeit. Genau die hat sich jetzt erhöht. Was macht die jetzt? Also Banner halten viel länger. Das sagt mir das Ding hier aus. Und das hier? Banner halten viel länger an. Wenn du ein Banner aufstellst, wird eine Explosion ausgelöst, die Feinden Schaden zufügt und sie verlangsamt. Das ist ja ein... Oh, das ist meine Fähigkeit. Die hat sich auch entwickelt. Das ist mit der Energiezunahme. 50%.
Energieregeneration +2 und jede Energieerzeugung wird verstärkt. Ah, das ist dann das hier als göttlich. Und hier bin ich ja bei 20. Ah, ich verstehe. Okay, also wir nehmen wieder was raus. Wir nehmen dich hier raus. Und ich will, dass das Banner verstärkt wird. Jetzt habe ich 3 Punkte. Das heißt, nach einem Level Up kann ich dann wieder eine Fähigkeit mit 4 Punkten wieder benutzen. Das ist der Plan. Ah, das ist so cool. Jetzt habe ich ein stärkeres Banner. War hier noch irgendwas? Nö, ne? Ja, ich habe den Champion hier gesehen. Ich sehe ihn. Ja. Oh mein Gott, ich mache so viel Schaden. Das ist so schön. Ja, oh, herrlich. Dann macht das Spiel auch Spaß. Ich bin hier so der, ich muss mich anstrengen, wie bei Titan Quest. Oh, da. Ich habe da gegen den einen Boss, glaube ich, bin ich 40 Mal gestorben. Und hier in dem Spiel tut sich ja der Boss nie nochmal aufbauen. Den muss man ja von Anfang an wieder neu machen. Bei Titan Quest bleibt der wenigstens bei seinem alten Werden. Okay. Ja, hier. Tatsächlich, das hat eine. Oh mein Gott. Das Ding war jetzt einfach so da. Oh, tatsächlich, das macht wirklich eine Explosion. Ja. Das tut die ja sogar wirklich verlangsamen und zurückwerfen ein bisschen. Würdest du mal danke. Es wäre nett, wenn ihr. Na, ich weiß nicht, ob das so super ist, dass die rausgeschleudert werden. Ich merke gerade, ich muss den ja dann hinterher und der Bannkreis ist ja dann schon draußen wieder. Boah, jetzt ist der im Weg gewesen. Konnte ich den nicht dashen. Oder wie man das nennt. Na los, kommt mal her hier. So, geht's jetzt hoch oder runter? Wir gehen mal runter. Das sieht aus, als wäre das vielleicht ein kleines Extra oder so. Oh, das sieht. Das sah jetzt so groß aus. Irgendwie mächtiger. Hätte irgendwie mehr Punkte oder sowas an. Ja.
hier hin etwa? Ja? Hi. Ach, sehe ich gerade. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Frag mich gerade. Wir gehen doch nochmal zurück. Ich habe gerade die Vermutung, dass ich gerade irgendwo. Das da oben sieht zwar aus wie irgendwie ein Zentrum, aber vielleicht muss ich ja gerade da hin. Keine Ahnung. Ja. Ja, okay. Das war ein schönes Zentrum. Schatzsucher! Ich habe eine Silbertrophäe! Yay! Jetzt habe ich bestimmt genug Schätze mal gefunden. Das war so ein Zusatzteil, wo anscheinend. Mhm. War nichts Besonderes, aber ein Zusatz. Das ist gut. Das ist so cool, dass das alles so irgendwie so viel Schaden macht und so episch ist. Also auf normal macht es Spaß. Bin froh, dass ich es nie auf einfach gedreht habe. Obwohl ich es noch machen könnte, wenn ich wirklich nie vorankomme. Oh Gott. Soll ich nochmal nach einem Bosskampf an. Ja, ja, hast du super gemacht. Hast du super gemacht. Das da ist ein Ausgang. Finde den Bücherschatz, bla bla bla. Das heißt, hier ist es wohl vielleicht noch mal ein Extra oder so. Ja, das ist nur ein Extra. So, dann gehen wir mal in die Katakomben oder wo auch immer rein. Und holen uns das Buch. Diese verschneiten kann. Sehr schön. Das sieht nach Bosskampf aus. Aber ich habe alle drei Blutstufen. Das heißt, ein bisschen kann ich es hoffentlich nutzen. Immer besser und besser, ne? Ja, die gehen doch zu weit aus dem. Obwohl es nicht schlimm ist, aber. Ist auch wieder doof. Oh! Oh, wo kommst du her? Wo bist du hergekommen, mein Lieber? Hab ich dich getriggert von da oben? Finde ich ja krass. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Wir machen mal das hier. So. Ich denke mal, die sind alle tot. Nee, doch nicht. Da ist noch ein Pro. So. Best geht weiter. Den Wald verlassen. Na gut, dann wollen wir mal den Wald verlassen.
Ah, wir sind schon wieder hier. Wow. Das ging jetzt wieder schnell. Hier sind die Bücher. Ich habe alles zurückgebracht, was ich finden konnte. Ah, jawohl. Das sind genau die, die ich brauche. Ich mache mich auf der Stelle an die Arbeit. Kommt wieder her, wenn ihr soweit seid. Dann sollte ich gute Nachrichten für euch haben. Yay, noch eine Stufe. Pistolier. Ja, die Pistole, die brauche ich nicht. So, 28.000 Erfahrungspunkte. 1.000 Gold. Wir haben es jetzt endlich geschafft. Wir kriegen jetzt mal 1.000 Gold als Questbelohnung. Es hat ja nur 3 Kapitel gedauert. WoW wäre man, hätte man bestimmt schon zigtausende Goldstücke bekommen. Boah. 20 gelbe oder orange, ne? Na gut. Warum nur die? Ist ja egal. Gucken wir uns also an, was wir hier jetzt Neues haben. Oh mein Gott. Wir haben jetzt ein paar mehr Bosse geplättet. Das heißt, wir haben auch ein paar gute Sachen vielleicht dabei gehabt. 38, das ist jetzt eine Stufe 40er. Der geht natürlich wieder weg mit der ganzen Verteidigung, ne? Oder? Genau, Abklingzeitreduktion und maximale Gesundheit geht wieder weg. Dafür kriege ich eben mehr Rüstung, Schaden durch Gegenangriff, Beutequalität. Ja, die Beutequalität wird wieder besser. Bei dir, irgendwie will ich das nicht. Ach, hier unten ist noch einer. Da verlieren wir etwas maximale Gesundheit. Die Abklingzeit und der Schaden durch Gegenangriff wird gemindert. Mehr Rüstung, mehr Schaden auf Zeit und mehr Kostenreduktion. Ich weiß ja nicht. Irgendwie hat das nicht so. Wir lassen den erstmal. Einmal lassen wir. Hier haben wir ja zuletzt eine Stufe 30 Rüstung gehabt. Jetzt kommen wir auf eine Stufe 40 Rüstung hoch. Das hoffe ich, dass das mir auch mal was bringt. Aber alles immer mit minus 0,2, ne? Das sind 14, das sind 15. Das bringt mir Gesundheitsregeneration geht weg. Und Gesundheitsregeneration geht auf jeden Fall bei beiden weg. Will ich das dann wegmachen? Irgendwie will ich auch ein bisschen bessere Beute haben. Darum Beutequalität wäre auch nicht schlecht, wenn die mal sich erhöht, ne? Wir nehmen ihn. Wir nehmen ihn, auch wenn ich die Gesundheitsregeneration hergebe. Oh, ich habe eben gar nicht so viele, ne? Also, bei Gesundheitsregeneration, wo ist das? Da. 0,5%. Wenn ich jetzt nochmal 0,5 drauf rechne, da habe ich 1% bisher. Das ist so wenig. Und andere Sachen geben mir sowas nicht. Oh, muss das machen. Eine neue Waffe. Das mit dem Schaden sollte ich ein bisschen missachten. Der kritische Schaden wird nochmal größer. Die maximale Gesundheit wird größer. Weg geht der Gesundheitsentzug wieder und der Schaden durch Gegenangriff. Schaden durch Gegenangriff. Das ist eigentlich auch ein schöner Schaden, den ich hier mache. Ne? Das ist eben das Blöde, wenn man es gesegnet hat. Obwohl, wenn ich... Kann ich das... Nee, ich kann das bestimmt nie wieder wegnehmen, oder? Dieser Gegenstand wurde bereits verbessert. Du kannst ein neues Opfer darbieten, um die vorhandene Segnung zu ersetzen. Ach, man ersetzt das nur.
Wenn ich also was Neues reintue, dann verliere ich meinen Schaden, da bekomme aber dafür eine andere... Ach so. Nee, das will ich nicht. Ich habe gedacht, man kann ihn nochmal und nochmal und nochmal segnen. Hallöchen, Kenny. Wird Zeit für den Mittag? Oder musst du wohin? Dass du jetzt nicht mehr screamst. Ich habe vorhin gesehen, dass du wieder den Shooter gespielt hast. Hab kurz mit zugehört. Hallöchen. So, was nehme ich? Was nehme ich? Nehme ich den Panzerritterschwert nun oder nee? Ich kann mich immer so schwer entscheiden. Das ist so eine furchtbare Sache. Nee, wir einmal machen wir es noch. Einmal warten wir noch ein. Oder nehme ich den doch? Ah, habe ich gewusst. Hab ich gewusst. Ja, man muss ja für sein leibliches Wohl ja sorgen. Ne? Ist ja ganz wichtig. Ich habe heute schon meinen Einkauf hinter mir. Der Bote hat heute geklingelt. Das hat 10 Minuten gedauert, alles in die Schränke zu packen. Und dann war alles schon wieder vorbei. Mein Einkauf ging sehr, sehr ratzefatz schnell. Nur mich hat es gerade heute ein bisschen genervt, weil ich heute 2 Pakete mit jeweils Trinken bestellt habe. Musste ich ja, weil ich im 2. Stock wohne, das hoch und runter schleppen. Nee, also, boah, das waren viele Flaschen, die ich hochjagen musste. War so außer Puste. Ich glaube, dafür bräuchte ich auch noch jemanden, der mir das abnimmt. Aber ich wünsche dir viel Spaß beim Einkauf und beim Lörkram und so weiter. Ich denke mal, da wirst du dich jetzt freuen, verabschieden. So, was mache ich jetzt aber? Den kritischen Schaden mache ich den. Ah ja, wir nehmen den, das Schwert hier. Das nehmen wir. So. Dann gucke ich mal, ob ich... Ah, wir haben einen goldenen noch bekommen, der aber schlechter ist. Der ist ja extrem schlechter. Nö, will ich nicht. Eine Hose, wow, wieder eine, die mir nie gefällt. Nein. Oh, jetzt haben wir mal, was war das? Stufe 32 und jetzt 39. Das macht höchstens mal mehr. Ich verliere nur etwas maximale Energie. Das ist in Ordnung. Die Energie kann ich brauche ich nie. Den Rest, den kann ich aber gebrauchen. Also tun wir die Füße ein bisschen verändern. Wir sehen schon langsam aus wie ein Topfhelmritter, ne? Man merkt schon gar nicht mehr, dass ich eine Hose anhabe, die furchtbar aussieht. So. Was kriege ich bei dir? Kritischen Schaden, Gesundheitsregener... Mein erster Ring mit Gesundheitsregeneration. Nur die Chance will ich auf kritischen Treffer nie ergeben. Wir gucken mal dich an. Schaden, Widerstand über Zeit und Kostenreduktion. Diese 0,3 sind jetzt aber dann auch nie mehr das wert, ne? Ich kriege eben mehr kritischen Schaden. Ich glaube, ich werde dich trotzdem ersetzen. Ich glaube, ich nehme dich doch. So. Ach, weg ist weg. Sagen wir es mal so. Die Chance auf kritischen Schaden habe ich jetzt gerade um 3% vermindert. Boah, das ist jetzt nicht schön. Nee. Chance auf kritischen Treffer, wir sind wieder bei 16%. Ach, ist ja wieder herrlich. Aber das heißt, es ändert sich eigentlich daran somit nichts. So, dann haben wir ein paar Schilde bekommen. Gut, dass ich das nie verbessert habe vorhin. Das will ich nicht. Das
tut mir meinen Schaden erhöhen und die Chance nochmal nehmen auf. Nee, die Chance auf kritischen Treffer tue ich jetzt nie runter dezimieren. Nö, das will ich nie. Oh, hier steigt alles. Oh mein Gott, das ist ja noch. Das ist ja ein gutes. Ich nehme. Perfekto Mundo. Und hier hätten wir noch nutzlose Umhänge. Anhänger. Gut, dann weg damit. Den Rest können wir. Den Ruf 7, den kriege ich einfach nie rauf. Na gut. Tue ich jetzt meine Waffe nochmal erhöhen? Wir haben ja jetzt auf Schaden. Ja, wir tun die auf jeden Fall erhöhen. Und zwar du. Oh Gott, das kostet 40. Das kostet jetzt 40. Macht aber jetzt eben auch sehr viel mehr Schaden, ne? Uiuiuiui. Dieser Gegenstand wurde gesegnet. Ja. Ja, wir machen jetzt 5000, mehr als 5000 Schaden. Wir machen jetzt 13.600 Schaden. Das sieht doch nach einer Zahl aus. Wie viel mache ich da jetzt bei Crits? Sind das jetzt 26.000 Crits? Dann das sind so kleine Zahlen. Ach, das sind K-Zahlen. Das sind jetzt schon Tausenderzahlen. Ja, aber der Crit bleibt jetzt nicht groß. Der ist immer noch bei 23.000. Sind also keine 100% mehr, oder? Theoretisch müsste der Crit bei 111%, also eigentlich 100, also noch einmal das Doppelte bringen an Schaden. Verstehe ich gar nicht, dass der das nicht bringt. Na gut, machen wir weiter. Ich verstehe noch nicht so ganz die Logik. Wo ist Erlanger? Er ist gegangen, sagte, er brauchte ein paar Vergleichsinformationen für seine Forschungen. Aber tatsächlich ist es gut, dass ihr hier seid, Captain. Ich brauche eure Hilfe. Natürlich. Der Erlanger ist bestimmt nur auf Schatzsuche, so wie er vorhin reagiert hat. Was ist los? Eine unserer Jagdgruppen ist überfällig. Ich fürchte, es könnte ihr etwas zugestoßen sein. Könntet ihr vielleicht mal nachforschen? Wir sind doch nicht euer Kindermädchen, Clemt. Diese Leute gehören nicht zu uns. Kümmert euch doch selbst um eure Probleme. Habt ihr denn kein Mitleid, Hexenjäger? Diese Leute könnten in Gefahr sein, ja und? Ich werde mich darum kümmern, Clemt. Wo fange ich an zu suchen? Na super. Oh nee, das könnte jetzt ein Zeitlevel werden, oder? Wenn es ein Zeitlevel wird, will ich das eigentlich nicht spielen. Na gut, probieren wir es einfach und hoffen, dass wir nie allzu schlimm drankommen bei dem Level hier. Hauptaufgabe. Allerdings können zwei Fragmente derselben Farbe nicht miteinander verbunden werden. Verbundfragmente können eingesetzt werden. Was für Verbundfragmente? Nee, bis jetzt läuft keine Uhr. Das hört sich gut an. So, dann gehen wir erstmal rein. Mach Hallo. Oh, jetzt hat's den nie getroffen, oder was? Ich mache jetzt sehr viel Schaden, komme ich mir vor. Wir gehen noch einmal runter und gucken mal, ob hier wieder eine Truhe ist. Nee, diesmal nicht.
Diesmal geht's hier unten weiter vielleicht. Gehen wir doch erstmal hoch. Das ging schnell. Das ging sehr schnell. Ich bin beeindruckt. Ach, so ein Champion, den ich jetzt mit einer einfachen... Oh, das ist so gut. Das finde ich gerade so gut. Okay, das sieht aber auch nach einem Ort aus, als wären wir hier richtig. Hi. Ich dürfte herkommen. Wie die zurückgeschleudert werden, ja. Finde ich sehr gut. Seht ihr? Ich sehe euch alle. Einigermaßen. So. Hier geht's auch irgendwo hin. Ein Champion. Jetzt machen die Dinger auch schon zu Champions. Okay, ich weiß jetzt nie, wo was weitergeht. Also, hier geht es ja jetzt auch weiter. Da unten ging es jetzt aber auch weiter. Ah, der leuchtet. Ich sehe es. Ich sehe es. Hallöchen, Babe. Hast du heute auch schon gespielt? Oder warst du bis jetzt nur Zuschauer und Kaffeekinder? Okay, ja. Mann. Jo, bin noch dabei. Oh, du spielst noch. Sehr schön. Wollen ein paar Leute mal kommen? Ich würde gerne. Was war denn das? War das eine. Das war doch was für Ilanis? Ilanis habe ich doch bis jetzt noch gar nicht aufgesammelt. So, wer ist der Nächste hier? Der Nächste bitte. Hallöchen an die Neukommenden. Na, könntest du. Danke. Bisschen stehen bleiben. Ich bin hier der Schnellste als Verteidiger hier. Boah, sogar der Baumstamm ist damit kaputt gegangen mit dieser. Ich mag das Banner immer mehr und mehr. Es ist herrlich. Okay. Nee. Dann gehen wir ganz runter. Es tut mir leid. Aber ich sehe jetzt nicht ein, dass es jetzt falsch gewesen wäre, wenn ich doch erstmal unten anfange. Wenn hier schon nichts ist. So, mein Blutrausch ist auch schon aufgefüllt. Wir sind voll. Ach, es war wirklich nur eine Sackgasse. Ah, ich hätte mein Gefühl trauen sollen. Ah, das ist so gemein, wenn ich das Gefühl habe. Weil sonst stand die Kiste hier in der Ecke und nicht da unten. Ah, dann sind die Level ja doch nie immer gleich. Verdammt. Man ja nachdenken. Das ist furchtbar. So, das obere Viereck sind wir gegangen, dann gehen wir mal hier unten lang. So, das ging schnell. Es
ist so herrlich, dass ich jetzt segnen kann. Aber ich habe jetzt keine Angriffsrune mehr. Das heißt, wenn ich jetzt ein Schwert oder so finde, das größeres Level hat, hat es immer weniger Schaden als das, was ich bis jetzt habe. Und das bedeutet, ich muss lange warten, bis ich meine neue Waffe kriege. Außer die hat dann wirklich epische Werte. Sehr schön. Nein! Das war zu daneben. Das war leider daneben. Verdammt. Ja. Das war aber ein Randstoß. Sehr gut. Ja, dann haben wir das Viereck auch geschafft. Ne? Wo sind wir denn jetzt nochmal, Leute? Ah, die habe ich gerade übersehen. Das wollen wir natürlich nicht. Wieso stand jetzt hier jemand? Ich bin doch hier Ach nee, ich bin hier nicht gewesen. Bin aber so wieder zurückgegangen. Genau, okay. Machen aber auch Geräusche. Das sind schon viele gewesen. Das war ein Elite-Typ. Doch alle hier reinkommen, bitte. Alle. Danke. So, jetzt kann ich sammeln. Hier war doch was. Ja. Hier sieht man das so schlecht. So. Nach oben oder nach unten? Schon wieder so eine blöde Frage. Okay, du hast was gebracht. Ich liebe Loot, liebe Loot. Oh, da kommt doch noch einer, der was Dinge verfährt oder so. Ja, Level Up! Level Ups sind das Schönste hier. Ich mag Level Ups. Ach, ich wollte mal da gucken. Wie viel haben wir denn jetzt? Einen verfügbaren Punkt. Hier blinkt es. Schaden durch Gegenangriff 100%. Habe ich das die ganze Zeit angehabt? Ach nee, das Ding hat sich automatisch selber reingesetzt. Oh, das macht es, wenn ich frei habe, Plätze, ja. Das ist nicht schön von dir. Das soll wieder raus. Wir haben jetzt also 5 Punkte zur Verfügung. Und weil ich 5 Punkte habe, durch dich rein für 0 Punkte, Rüstungsmeister, den tun wir Bewegungsgeschwindigkeit wieder rein. Und ich hätte den schon vorhin reintun können, merke ich gerade. Und jetzt tue ich noch, nee, das geht nicht. Das heißt, ich werde diese Fähigkeit jetzt erhöhen, damit wir den Dash jetzt auch mehr Schaden kriegen. Oh Gott, ist das hier. So. Da ist unsere Schlagattacke jetzt auch schon wieder größer geworden. Da haben wir jetzt das auf Höchstniveau. Das ist auf Höchstniveau. Das, da habe ich ja noch gar nicht die Fähigkeit.
Das hier ist vollkommen erstmal uninteressant. Die brauche ich erstmal gar nicht, die Fähigkeit. Die hier sind nur wegen eben da, weil sie null kosten. Und das hier ist das Höchste, was ich von denen haben kann. Theoretisch spawne ich entweder 5 oder 4 an. 4 Punkte. Damit ich mich nochmal verbessern kann. Der Typ ist nicht schön. Aber ich will auch keine Götterwelle bekommen. Noch nicht. Glaube, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg. Kommt mir wenigstens so vor. Das heißt, wie das noch kann. So. Das heißt, wir gehen nochmal zurück und gehen nochmal gerade hoch. Ich weiß eben nie, was jetzt richtig ist. Hi. Ich habe mich übersehen. So. Jetzt irgendwas. Könnte es auch weitergehen. Hier geht's. Ich hab. Kommen jetzt irgendwie Gegner oder ne? Hä? Hat das Banner jetzt alle getötet schon? Ah, okay. Das ist ein Bonus. Das ist der Bonus. Das ist gut. Sehr schön. Wo hast du denn dich versteckt? So, dann können wir wieder nach Hause gehen, in die andere Richtung. So lang wegen weiß man eben dann nie, ob man dann richtig ist oder nicht. Immer noch das nicht Schöne. Wo kommt ihr her? Nee, ehrlich, wo kommt ihr her? Ach, das war eine Kurve. Ich habe es gedacht, hier geht es jetzt runter noch. Jetzt habe ich nicht auf die Karte geguckt. Da geht's runter, also da ist die Questmarker. Dann gehen wir erstmal in die Richtung. Erst gucken, ob hier noch was ist. Ja, das war schön für dich.
Blutungsschaden oder sowas gemacht. Ah, das wird wohl der Ausgang sein. Okay. Das wird der Ausgang sein und ich bin schon dem Ausgang gefolgt. Okay. Ja, man kann auch einfach mal fest auch mal angehen. So, geh mal hin. Skrelling. Oh, wir begegnen Skrelling. Wer wagt es, unsere Feierlichkeiten zu stören? Also diese Sklaven gehören mir. Sie haben sich selbst slanisch geopfert und an den dunklen Freuden der Gottheit teilgenommen. Und das werdet ihr beizeiten auch. Ergreift ihn. Okay. Ach, und jetzt soll ich den Wald verlassen? Das war der Bosskampf? Ernsthaft? Okay. Auf jeden Fall haben wir Skrelling mal kennengelernt, wie er aussieht. Hab ich mit einem Boss oder sowas gerechnet, irgendwie. Ich weiß, ich habe mich gerade ein bisschen enttäuscht dann, aber mit einem Boss gerechnet. Na gut, wir wollen ja das Spiel nicht hinauszögern, sondern wir wollen immer weiterkommen. Also, oh, ich habe schon ein Fragment übersehen, Geld übersehen. Oh Gott, ich übersehe so viel. So übersehe ich so viel. In der Karte macht man sich doch wirklich einfach. Man nimmt wirklich nur noch diesen einen Ausgang, wenn man ins nächste Dungeon soll. Ne? Das ist nie wie bei den anderen. So, hi, bin wieder hier. Ich fand eure Leute, Clemt, aber es war zu spät. Skrelling hat sie schon vorher erreicht. Sie getötet? Ich fürchte ja. Es ging ganz schnell, wenn das etwas ändert. Sie müssten nicht leiden. Manchmal denke ich, das sei das Beste, auf das irgendjemand von uns an diesen verfluchten Ort hoffen kann. Danke für die Nachricht, Captain. Wenigstens kennen wir jetzt die Wahrheit. Ich sollte jetzt den Schrein aufsuchen und ein Gebet für meinen dahingeschiedenen Freund sprechen. Lebt wohl. Oh Gott, wir haben noch ein Level abbekommen. Sehr schön, ich bin so gut. Könnte ich ja sagen, aber ich bin ja bescheiden, also sage ich das nicht. So, ich kriege 30.000 Erfahrungspunkte. 1050 Goldkronen. Und das war's? Keine Fertigkeitspunkte oder so? Och, das ist ja gemein. Nimm einen Fertigkeitspunkt. Boah. Na gut. Dann gucken wir mal, was kriegen wir denn hier an neuen Kram? Schaden durch Gegenangriff verlieren wir. Ja, wir nehmen's trotzdem. Nehme ich trotzdem. Achso. Da, da, da. Eine neue Waffe bekommen? Nein. Eine, die besonders ist. 10% Schaden verliere ich jetzt damit, ne? Weil ich ja genau den normalen Schaden hier überhaupt verliere. Nee, das will ich nicht. So weit sind die Level noch nie entfernt.
So, die goldene Hose, die macht alles voll. Aber sieht auch blöd aus, nicht so ein lila, gelb, das ist doch Vatikanfarben, oder? Ach ja. Auf was verzichte ich? Die Gesundheitsregeneration verzichte ich schon wieder. Nee, das will ich nicht. Diesmal will ich das nicht. Nee. Hier, Geschwindigkeitsbonus. Der ist mir egal, wenn ich ehrlich bin. Widerstand auf Schaden. Ja, können wir nehmen. Die kann man anziehen. So, an Ringen. Habe ich was an Ringen bekommen? Nein. Auch nicht an Schilden. Aber eine Kette. Die Kette bringt mir mehr Schaden. Ach so. Wenn ich was anderes nehme, Chance auf kritischen Treffer. Genau, den Chance auf kritischen Treffer verliere ich und die Rüstung. Dafür kriege ich weniger maximale Gesundheit, Schaden ein paar Punkte mehr und Schaden durch Ge Nee. Nö, das ist schon süß, das was ich habe. Sehr schön. Können wir das hier an die Gilde abgeben? Und wir haben doch jetzt mal Stufe, also Ruf 8 erreicht. Ich krieg 7000 Goldrunen. Das nenne ich meine Belohnung in Geld. Nicht 1000 oder 900, sondern 7000. Das nenne ich mal Geld. So. Und ich krieg 50 von diesen dreieckigen Teilen. Danke für deine großartige Arbeit. Hier hast du eine kleine Belohnung. Danke. Ja, da kann ich mir auch nichts davon jetzt kaufen, so richtig. Finde ich. Und zwar, genau, jetzt habe ich 60 von diesen dreieckigen Teilen. Ich weiß noch nie, was das sind für Teile. Die müssen ja was Besonderes sein, wenn ich es bisher ja auch nur 10 hatte. So, das sind jetzt die Kapitel gewesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe heute 6 solche Dinger gespielt. Wow. Das ist viel. Also ich finde es viel. Hier habe ich einen verfügbaren Punkt. Ich könnte also entweder eine passive Fähigkeit wieder runterdrehen und könnte dadurch 5 Punkte benutzen, um meine letzte Fähigkeit noch auf 15 hochzujagen. Aber das mache ich nicht. Ein Banner ist mir wichtig, darum will ich das hier behalten. Das ist wirklich was Gutes. Also mit dem Banner habe ich jetzt sehr gerne gearbeitet. So, was kriege ich denn hier noch? Ich habe 4 Punkte. Oh, ich habe 4 Punkte. Ich kann nochmal 4% Champions-Schadensreduktion. Das heißt, ich habe hier 12% gegen die Champions mehr Schaden. Das ist was Gutes. Das finde ich supi. Ich wünschte bald, das würde mehr steigen, so um 10% irgendwie. Das nie um 4, sondern um 10%. Ich mag die Champions nämlich nicht. Aber ich habe gestern geguckt, ich habe da eine Trophäe bekommen. Ich habe inzwischen auch schon 100 Champions geschafft. So, maximale Gesundheit geht jetzt auf 64% hoch. Dann ein gesegneter Wall. Das ist eine neue Götterfähigkeit. Die Abklingzeit aller Fertigkeiten wird erhöht. Abklingzeit aller Fertigkeiten wird erhöht. Aber dafür nimmt erlittener Schaden ab. Nö. Also Fähigkeiten, die Minus und Plus gleichzeitig machen, finde ich immer ganz, ganz schwierig, wirklich zu wollen. Da muss man wirklich auf etwas geeicht sein bei den Kämpfen, um solche Fähigkeiten zu benutzen. Das ist dann mehr schon der taktische Bereich. Ich bin ja zurzeit nur einfach hier mit ganz normalen Normalos.
dass ich dann im Minus kriege als noch mehr Abklingzeit. Das heißt, ich warte jetzt länger auf alles, bis meine Fertigkeiten fertig ist. Das heißt, ich kann meine Götterfähigkeit, die kann ich dann nie nach 50 Sekunden nehmen, sondern die muss ich dann vielleicht nach einer Minute 15 oder so nehmen. Oh nö, das will ich nicht. Nö. Also ich werde sie kaufen, weil ich hier hoch muss. Ich muss ja hier hin. Aber ich finde nicht, dass ich das jetzt mir benutzen müsste. Wie viel wird denn das noch? Die Abklingzeit bleibt bei 30. Und die bleibt hier auch bei 30, aber erlittener Schaden. Der erlittene Schaden wird nur um 5% sich erhöhen, indem man weniger kriegt. Wenn, dann sollte man auch ein bisschen höher gehen mit den Prozenten. Also gehe ich jetzt nur stracks hier hin. Ich will das hier auf jeden Fall haben. Aber wer weiß, ob ich das überhaupt hinkriege. So, also das ist gezwungen. Das auch. Oder? Ich muss jetzt mal kurz gucken. Genau, ich muss diesen Weg so oder so hier lang gehen. Bis hierhin. Das heißt, ich muss die zwei Fähigkeiten mitnehmen. Ja. So, und Widerstand gegen Schaden über Zeit geht nochmal 5% hoch. Finde ich super. Jetzt haben wir 15% Widerstand. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Level-Ups und wow, das würde ganz genau hinpassen, wenn es stimmen sollte, dass die Maximalstufe auf 50 geht. Dann, ich habe ja immer die Extrawege hier genommen. Die habe ich ja immer genommen. Wenn ich die Extrawege jetzt nicht gehen würde, so diese Dinger hier, dann würde ich jetzt schon dorthin kommen. Aber ich habe sowieso nie genug Punkte, um die einzusetzen. Also warten wir es ab. Noch brauche ich das nicht. Aber wenn ich es hinkriegen sollte, dann werde ich mir das holen. So, na gut. Bei den Fähigkeiten gucken wir uns jetzt mal die Fähigkeiten kurz an. Das ist jetzt eigentlich was Passives gewesen. Das Ding hat sich auch erhöht. Es ist jetzt auch mehr geworden. Aha. Nee, das ist keine. Oh ja, doch, es ist eine passive Götterfähigkeit. Aha, okay. Verstehe. Nee, will ich nicht. Aber das hier hat sich erhöht. Okay. So, haben wir hier denn noch eine Erhöhung? Glänzt hier noch irgendwas? Ja, das hier. Das Banner des Ordens macht erlittenen Schaden 20% minus. Also ich krieg weniger Schaden. Und das für 12 Sekunden. Das könnte ich, da man nur ein Banner benutzen darf, ist jetzt die Frage, ob ich lieber das Banner nehme oder ob ich dann lieber das Banner nehme. Zwar beide Banner, dass ich weniger Schaden kriege und dass ich mehr Schaden mache. Die funktionieren nebeneinander anscheinend, ne? Weil da steht immer, dass man nur ein Banner auf einmal legen kann. Du stellst ein Banner auf, da, Schadensbonus und nach einer Verringerung der Abklingzeit. Nur ein Banner kann zur Ausrüstung genommen und jeweils aktiv sein. Genau. Wenn ich also dann das immer ersetzen möchte, dann oder beide aufstellen will, das geht nicht. Das geht also gar nicht. Spotten. Böse, ich weiß nur nicht, wozu man das braucht. Ich will meine Gegner nicht verspotten. Und Pistolier, ja, das sind Fähigkeiten, die benutze ich jetzt einfach. Nee, weil ich mich an meine gewöhnt habe. Wenn ich jetzt rausgehe aus meiner Gewohnheitszone, dann will ich das nicht. Braucht man vielleicht später mal für höhere Schwierigkeitsstufen. Ja, da haben wir alles gelevelt. Bestie annehmen. Wo seid ihr gewesen, Captain? Ich habe aufregende Neuigkeiten. Ja, du bist auf Schatzsuche, ne? Und wir warten eigentlich die ganze Zeit irgendwie in den Turm zu kommen.
Die herausgefunden, wo der Schlüssel ist? Jawohl, die Elfen haben ihn in einem Monument tief im Dschungel versteckt. Im Dschungel. Es hört sich ein bisschen komisch an, wenn wir in einer Eislandschaft sind. Ne? Aber okay. Die Bücher, die ihr bergen konntet, gaben den entscheidenden Hinweis. Das Ganze ist eine überaus spannende Geschichte. Möchtet ihr sie gerne hören? Nein. Sagt mir einfach nur, wo ich den Schlüssel finde. Also gut, wenn ihr darauf besteht. Es gibt einen geheimen Pfad, der zum Monument führt. Seine genaue Lage kenne ich zwar nicht, aber ich kann euch das grobe Gebiet nennen, in dem ihr suchen könnt. Den Pfad finden, dem Pfad zum Monument folgen und den Schlüssel besorgen. Das hört sich doch ganz einfach an. Also, wenn man auf der Suche nach etwas ist, finde ich nicht, dass es sich einfach anhört. Aber okay, da sprechen andere Charaktere. Selbstbewusstere, ich bin nicht so selbstbewusst, ich kann nie sagen, ach, ich muss ja nur suchen, dann finde ich es schon. Nee, das geht nicht, da gehe ich pessimistischer ran. Na gut, ich werde jetzt aber erst einmal aufhören. Ich habe jetzt, denke ich mal, erst einmal für jetzt genug gespielt. Ich möchte jetzt auch erstmal was essen, wir haben es ja jetzt um 12. Also, ich wünsche allen einen wunderschönen Samstag. Wenn wir uns nochmal sehen, dann bis später. Ansonsten viel Spaß. Ciao.